Es war eine regelrechte Brandserie im vergangenen Jahr. Im Kreis Steinfurt brannten nacheinander mehrere Lastwagen aus. Angefangen haben die Brände im Frühjahr 2013 und seit heute hat das Ganze ein Nachspiel vor dem Landgericht Münster. Angeklagt sind 4 Männer wegen Brandstiftung und Betrugs, darunter auch der Spediteur, dessen Lastwagen gebrannt haben. Diese Halle in Greven hatte der Angeklagte gemietet. Das war einer seiner Unternehmensstandorte im Kreis Steinfurt. Dann Ostern vor einem Jahr. Nacheinander brennen 6 Lastwagen in Greven und anderen Orten. Schon bald haben die Ermittler einen Verdacht. Der angeklagte Spediteur selbst könnte der Brandstifter sein. Es war natürlich auffällig, dass 6 LKWs einer Spedition innerhalb kürzerer Zeit in Brand geraten sind. Man hat dann Telekommunikationsüberwachungsmaßnahmen geschaltet, die dann letztlich zur Aufdeckung geführt haben. Also das Telefon wurde überwacht. Unter anderem wurden Telefone überwacht. Das wahrscheinliche Motiv der Brandstiftung: Ebbe in der Firmenkasse. Die Spedition war offensichtlich in finanzielle Schwierigkeiten geraten und die beiden Betreiber, das Ehepaar, konnten die Leasingraten, die noch fällig waren, nicht mehr zahlen. Der Hauptangeklagte ist bereits vorbestraft und auch im laufenden Prozess drohen dem 45-Jährigen mehrere Jahre Gefängnis. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, die Beweise gegen ihn wiegen schwer. Vor Gericht wolle er zu seiner Schuld stehen, sagt seine Anwältin. Ich denke mal, dass wir mit einer geständigen Einlassung rechnen können. Es sind verschiedene Vorwürfe, unterschiedlichster Natur. In Brand setzen, Betrug teilweise, Diebstahl. Und er wird es in vollem Umfang zugeben? Im vollen Umfang nicht unbedingt, aber weitestgehend. Seine mitangeklagte Ehefrau dagegen sagt, sie habe von den Taten nichts gewusst. Meine Mandantin wird vorgeworfen, kann man der Anklageschrift entnehmen, unter anderem Brandstiftungsdelikte, aber auch Betrugsdelikte. Und sie sagt, sie hat mit diesen Brandstiftungsdelikten und mit den Betrugsdelikten nichts zu tun. Auch 2 ehemalige Angestellte der Spedition sind angeklagt. Sie sind mutmaßliche Helfer bei Brandstiftungen und Betrügereien. Die Angeklagten sollen auch andere Speditionen geprellt haben mit einer einträglichen Betrugsmasche. Auf der Autobahn 30 hätten die Angeklagten ausländische Lastwagen angehalten und so beschädigt, dass sie für teures Geld abgeschleppt und repariert wurden. Die Lastwagen sind unter anderem in der Weise manipuliert worden, dass man die Benzinleitungen aufgeschnitten hat, ohne dass die entsprechenden Fahrer das bemerkt hätten. Und diese sodann mit dem geklauten Abschleppwagen abgeschleppt haben. Die entsprechenden Kosten sind natürlich dann den betreffenden Lkw-Besitzern in Rechnung gestellt worden. Ein groß angelegter Betrug. Allein der Schaden für die ausgebrannten Lastwagen liegt bei rund 450.000 Euro. Die Urteile werden Ende März erwartet.